Hallo, hallo, willkommen zurück auf diesem Kanal. Und für die, die zum ersten Mal hier sind, hallo, ich bin Becky. Ich wollte ein kleines Update zu meiner Lernmethode gerade geben, beziehungsweise zu der Methode von meiner allerletzten richtigen Klausurenphase. Ah! Weil ab jetzt gibt es nur noch die Masterarbeit. Anyway, ich habe jetzt eine sehr erfolgreiche Klausurenphase hinter mir, zumindest für meine Verhältnisse, und ich habe so ein bisschen tatsächlich mal alle Tipps genommen, die ich sonst so auf diesem Kanal gebe, habe sie zusammengewürfelt und versucht daraus eine Lernmethode zu basteln, und das ist das, was bei rumgekommen ist, und ich würde sagen, es hat sehr gut funktioniert. Wenn ihr die genauen Noten zum Beispiel wissen wollt, könnt ihr gerne in meinen Prüfungsvlog vorbeischauen, aber ich sage sie nicht immer so, weil viele Leute wollen es zum Beispiel nicht hören, weil sie sich nicht vergleichen wollen und so weiter, und ich kann das vollkommen verstehen, aber es war erfolgreich. Anyway, diese Methode ist eine Methode ohne Zusammenfassungen und ich weiß, dass super viele Leute ihre Zusammenfassungen lieben. Ich verstehe das absolut, aber es gibt eben auch Nachteile zur Zusammenfassung. Deswegen hear me out, hört einfach ein bisschen mal zu. Vielleicht ist das Ganze trotzdem etwas für euch oder vielleicht könnt ihr Elemente daraus nehmen, die ihr in eurer Methode einfach beachten könnt. Zusammenfassungen haben in der Klausurenphase für mich aber keinen guten Zweck, einfach weil sie nicht sehr zeiteffizient sind. Man braucht relativ lange, um eine Zusammenfassung zu schreiben, und das Ding ist, dass sie oft nicht wirklich die Möglichkeit bieten, zu wiederholen und einfach das Wissen tatsächlich nachhaltig ins Hirn reinzubringen. Sie helfen einem ganz gerne dabei, Verständnis zu entwickeln für ein Thema, also tiefer einzusteigen, aber sie sind nicht immer die besten Sachen, um es sich langfristig zu merken. Um sich nämlich ein Thema langfristig sehr gut zu merken, muss man es einfach sehr oft wiederholen, und da gibt es einfach nicht so viel, was man machen kann, um das zu tun. Denn es gibt beim Lernen eigentlich zwei wichtige Prinzipien, die man beim Wiederholen beachten muss, und da ist einfach eine Zusammenfassung nicht immer das Effizienteste. Wir sprechen aber jetzt zuallererst mal über diese zwei Prinzipien, damit ihr grundsätzlich versteht, warum ich das alles so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Das eine wichtige Prinzip ist nämlich Spaced Repetition, und das heißt nichts anderes als Wiederholen zu bestimmten Intervallen. Ich habe in einem anderen Video mal vor Ewigkeiten erklärt, wie genau man Spaced Repetition macht und nach welchen Intervallen man das machen kann. Aber im Wesentlichen heißt es, gegen die Vergessenskurve zu arbeiten. Unser Hirn vergisst nämlich relativ schnell Sachen, und es gibt so eine gewisse Vergessenskurve, wo man dann einfach einschreiten kann, die Sachen nochmal wiederholt in dieser Vergessenskurve und so dann das eigentliche Vergessen quasi immer weiter hinauszuschieben. Aber neben Spaced Repetition ist auch aktive Wiederholung, also Active Recall, unfassbar wichtig. Das ist auch das Einzige, was uns helfen kann, dann sozusagen diese Vergessenskurve zu verschieben. Active Recall oder aktive Wiederholung ist genau das, wie es heißt. Es heißt eben nicht Wiederholung durch Durchlesen oder Markieren, sondern es heißt Wiederholung durch richtiges Ackern und Fragen stellen und Fragen beantworten, zum Beispiel auch mit Karteikarten Fragen stellen, das dann vor sich hin aufsagen und umzudrehen. Und das sind die zwei Prinzipien, die mir super, super wichtig waren, und ich finde, je nachdem, wie die Zusammenfassung geschrieben ist, gibt sie einem oft nicht die Möglichkeit, genau diese zwei Sachen zu machen. Und dann kommt natürlich die Frage, okay, wie habe ich es jetzt letztendlich umgesetzt, diese zwei Prinzipien mit in meine Lernmethode aufzunehmen. Der allererste Schritt ist also, wie bei allen anderen Sachen auch, die Vorlesung nachzuarbeiten. Ich habe auch ein ganzes Video, was über Nacharbeiten von Vorlesungen geht, aber im Wesentlichen sollte man bei der Nacharbeitung von einer Vorlesung die Lernmaterialien erstellen, die man dann später auch tatsächlich in der Klausurenphase verwendet. Das ist eigentlich der sinnvollste Auskommen eurer Zeit beim Vorlesungen nacharbeiten. Ich habe mich also bei dieser Nacharbeit für digitale Karteikarten in Anki entschieden. Warum? Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Dadurch, dass sie digital sind, habe ich später die Möglichkeit, die Karteikarten nochmal zu ergänzen, also irgendwie zu verändern, falls ich was vergessen habe. Man hat die Möglichkeit, Screenshots zu machen, was ich unheimlich wichtig finde, und man kommt dann einfach schneller durch die Materialien quasi durch, weil man zum Beispiel Vorlesungsfolien abscreenshotten kann. Und das dritte ist, dass Anki sozusagen von alleine diese ganze Spaced Repetition eingestellt hat. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wann ich welche Karteikarte wiederholen muss, sondern Anki gibt mir das mehr oder weniger vor, und das finde ich ein bisschen angenehmer, als Karteikarten wirklich in seinem kleinen Karteikartendöschen oder so selbst zu sortieren, und deswegen habe ich mich für digitale Karteikarten in Anki entschieden. Parallel zum Erstellen von den Karteikarten habe ich auch tatsächlich die Karteikarten, die ich gerade erstellt habe,
auch gelernt. Das heißt, ich habe Karteikarten erstellt und dann am nächsten Tag schon die erste Wiederholung gemacht und so dann die Karteikarten dabei, ja, gelernt im Wesentlichen, auch wenn ich noch nicht mit allen Vorlesungen fertig war. Ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig, dass ich schon parallel damit angefangen habe. Beim Wiederholen der Karteikarten habe ich die sogenannte Feynman-Technik verwendet, beziehungsweise eine leichte Abwandlung von der Feynman-Technik, die ich für meine Zwecke am sinnvollsten fand. Die Feynman-Technik ist im Prinzip ein Verfahren, mit dem man sich Sachen selbst erklären kann. Und mit dieser Technik merkt man relativ schnell, wo seine Lücken sind und wo nicht. Das heißt, wenn ich eine Karteikarte wiederholt habe, also aktiv wiederholt, das heißt mir die Frage gestellt, die auf der einen Seite stand und dann auch tatsächlich das Wissen preisgegeben habe, dann habe ich so getan, als würde ich versuchen, dieses Thema einem 12-jährigen Kind zu erklären. So richtig blöd. Aber beim Erklären merkt man dann relativ schnell, wo es hakt. Weil bei einem 12-jährigen Kind würde man ja versuchen, das Prinzip so simpel wie möglich zu erklären und dann benutzt man vielleicht weniger Fachwörter oder sonst noch irgendwas und merkt auf einmal, oh, das kann ich irgendwie nicht so gut erklären oder dieses Fachwort kann ich nicht so gut beschreiben und merkt dann, wo die Lücken sind. Wenn ich dann versucht habe, das einem Kind zu erklären, habe ich dann versucht, es einem Professor oder einer Professorin zu erklären und da merkt man dann auch, dass zum Beispiel die Fachwörter noch nicht so sehr sitzen oder Definitionen noch nicht so ganz da sind. Und diese ganzen Erklärversuche haben dann eben gezeigt, wo man noch Lücken hat oder welche Wörter man zumindest noch nicht mit vollem Selbstbewusstsein benutzen kann. Und das habe ich mir dann immer nebenher aufgeschrieben. Ich habe natürlich nicht bei jeder einzelnen Karteikarte, bei jeder einzelnen Wiederholung das gemacht. Meistens habe ich das so zur allerersten Wiederholung gemacht und dann später nochmal ein paar Wochen später und auf jeden Fall direkt vor den Klausuren, bei der allerletzten Wiederholung vor der Klausur, habe ich das auch nochmal ganz ausführlich damit gemacht. Und dann merkt man schon, wo die Lücken sind. Nach der aktiven Wiederholung, ich habe ja quasi die Lücken dann auch geschrieben, habe ich das Ganze dann nachgeschlagen und dann gegebenenfalls die Karteikarte nochmal ergänzt. Und deswegen fand ich digitale Karteikarten einfach sinnvoll, weil ich dann einfach kurz auf Bearbeiten klicken kann und dann hier und da noch einen Fun Fact hinzufügen, der mir einfach hilft, das Thema besser zu erfassen oder besser zu erklären. Das war so der Anfang des Karteikartenlernens und als dann die ersten Karteikarten wirklich gut saßen, also ich das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt die einigermaßen drauf, habe ich dann in späteren Wiederholungen versucht, die Verbindungen zwischen den Karteikarten zu finden. Das heißt, ich habe versucht zu überlegen, boah, gibt es ein anderes Thema, wo das hier auch mit reinfließt oder ist das in einem anderen Thema involviert oder gibt es ein bestimmtes Beispiel, das einfach auf einer anderen Karteikarte draufsteht, was aber hier auch wichtig wäre und habe dann so eben versucht, die Verbindungen zwischen den Themen zu finden, habe mir auch das ganz gerne mal aufgeschrieben und dann quasi beim Wiederholen überprüft, ob das tatsächlich gestimmt hat oder auch nicht. Und so habe ich das Gefühl, dass ich die Karteikarten gelernt habe, aber dass ich sie nicht nur komplett auswendig gelernt habe, also nur, was da draufsteht, quasi faktisch, sondern auch so das durchzugehen, dass ich nachgesehen habe, okay, was habe ich verstanden, was habe ich nicht so gut verstanden und das Thema einfach etwas tiefer durchdrungen, als nur auswendig zu lernen, irgendwelche Definitionen oder so. Der nächste große Schritt insgesamt bei dieser Lernmethode war, Mindmaps zu erstellen. Viele von euch, als ich auf Instagram gesagt habe, dass ich tatsächlich nur mit Karteikarten arbeite, haben dann gesagt, boah, ich könnte dann niemals den Überblick behalten. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht ganz geglaubt, dass man den Überblick behalten kann. Also als ich angefangen habe mit der Methode, war ich auch so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so gut funktionieren würde. Aber ich habe vorher darüber gelesen, dass eben Mindmaps ergänzend zu Karteikarten super hilfreich sein können. Und ich habe darauf vertraut, dass es geht und habe das mal so ausprobiert. Als ich dann nämlich irgendwann die Karteikarten grundsätzlich auch beherrscht habe, habe ich eben nicht nur versucht, Verbindungen zu suchen, sondern ich habe versucht, diese in Form von Flussdiagrammen oder eben Mindmaps festzuhalten. Da ist Nachbar gerade mit Ballons rumgelaufen, sorry. Auf jeden Fall habe ich dann parallel dazu Mindmaps erstellt. Das klingt erstmal so ein bisschen komisch, aber tatsächlich geht das eigentlich für fast jedes Thema. In meinem einen Fach Bioinformatik zum Beispiel ging es sehr viel um Algorithmen und wie sie funktionieren, welche Schritte danach kommen und wie man sich für etwas entscheidet. Also wenn das, dann das, wenn das, dann das und so weiter. Und das konnte ich zum Beispiel super gut durch Flussdiagramme festhalten und dann eben so Art nicht richtige Mindmaps erstellen, aber in dem Fall dann Flussdiagramme, wo ich dann zeigen konnte, aha, das ist mit dem vernetzt, und so funktioniert dieser Algorithmus, so funktioniert dieser Algorithmus. Und das habe ich quasi nebenher zum Wiederholen dann angefangen zu malen. Und irgendwann hatte ich dann so eine Art Flussdiagramm, wo ich gemerkt habe, ah, das ist das Richtige, das ist das Gute. Und das habe ich mir dann einmal quasi schöner aufgezeichnet und habe das dann quasi ergänzend zu den Karteikarten dann auch immer wieder reproduziert, um auch diese Vernetzung zu verfestigen. Ich hatte jetzt auch ein anderes Fach, was super, super chemisch war. Da ging es tatsächlich mehr um so Stoffwechselwege und wie das alles zusammenspielt, was die wichtigsten Enzyme sind zum Beispiel. Und auch da habe ich nicht so eine richtige Mindmap, sondern auch mehr so ein Flussdiagramm gemacht, welche Chemikalien wie involviert sind. Und
ich habe dann quasi die ganze Stoffwechselkarte aufgezeichnet für mich. Und dann habe ich alle Beispiele genommen, die ich auswendig lernen musste, weil es gab natürlich super viele Beispiele aus der Natur. Und habe die dann quasi in dieser Stoffwechselkarte ergänzt, um genau zu wissen, okay, dieses Beispiel entsteht aus diesem Stoff, dieses Beispiel an dieser Ecke und so weiter. Und habe dann so quasi das Wissen komplett miteinander vernetzt, ohne dass ich jemals so richtig eine Zusammenfassung schreiben musste, sondern trotzdem eher mit visuellen Sachen gearbeitet habe. Und ich muss sagen, das war noch ein richtiger Gamechanger auf die Karteikarten obendrauf. Als ich nämlich dann die Karteikarten super gut beherrscht habe und die ganzen Definitionen gut konnte, hatte ich auch einfach mehr Möglichkeit, diese Verbindungen zu sehen und konnte mich so richtig genau damit beschäftigen, wie das alles zusammenhängt und bloß zu einem großen Thema kommt. Und in der Prüfung selbst hatte ich tatsächlich nur diese Karten vor Augen. Witzigerweise, also nur diese Stoffwechselkarten und diese Mindmaps, weil ich einfach quasi die ganzen Verbindungen von mir gesehen habe und musste das so dann nur abrufen quasi. Und das war total abgefahren, dass das so gut funktioniert hat, aber ich bin primo begeistert. Also es war wirklich, wirklich toll. Um ehrlich zu sein, diese Mindmaps würde ich auch empfehlen, das erst etwas später zu versuchen. Also ich denke, am Anfang kann man sich trotzdem ein paar Mindmaps als Übersicht so ein bisschen zeichnen. Aber ich würde dann trotzdem empfehlen, später, wenn man die Karteikarten sehr, sehr gut beherrscht und sozusagen die grundsätzliche Sprache dieses Fachs richtig gut beherrscht, diese Mindmaps nochmal zu ergänzen und nochmal die Verbindungen zu überprüfen, weil ich glaube, dass man dann so einen richtig guten Überblick über seine Themen nochmal bekommen kann. Kurz vor den Prüfungen, das heißt ungefähr eine Woche vor den Prüfungen oder so 3-4 Tage vor den Prüfungen, habe ich dann angefangen, mich nochmal so richtig intensiv mit dem Fach auseinanderzusetzen. Und angefangen habe ich dann tatsächlich mit den Vorlesungsfolien. Ich habe dann tatsächlich jeden Vorlesungsfoliensatz nochmal durchgeblättert und habe mir überlegt, kann ich zu jeder einzelnen Folie was sagen? Verstehe ich die Aussage? Verstehe ich die Take-Home-Message? Und könnte ich das auch erklären? Das heißt, so habe ich dann quasi nochmal nach Lücken gesucht, ob ich irgendwas verpasst habe oder nicht. Dann habe ich außerdem noch so ganz kleine Lernblätter gemacht, wenn ich nämlich dann Lücken entdeckt habe, weil ja, die hat man einfach, es ist einfach so, man kann aber nicht immer alles wissen. Wenn ich dann also eine kleine Lücke entdeckt habe oder ein neues Wort oder eine neue Sache, ein Beispiel, was ich vorher einfach vielleicht auch nicht so verstanden habe, habe ich mir ein Mini-Mini-Lernblatt gezeichnet. Und dieses Lernblatt habe ich so ein bisschen nach dem Konzept Cornell Notes gemacht, also einfach ein Stichwort oder eine Frage auf die eine Seite geschrieben, auf die eine Spalte quasi und die Antwort dann auf die andere Spalte, um so dann einfach die Möglichkeit zu haben, mich später auch diese kleinen Fun Facts abzufragen. Es hat mir dann tatsächlich nochmal gut getan, das auch händisch aufzuschreiben und eben nicht mal nur Digitales zu kreieren. Das hat tatsächlich ganz gut getan, so eine Art Mini-Zusammenfassung oder Mini-Lernblatt zu machen, aber eben auch so gestaltet, dass ich mich damit aktiv abfragen kann. Das war eben ein unheimlich wichtiger Schritt und hat auch sehr geholfen, weil ja, die Fakten dann auch wirklich gut saßen. Was ich auch unheimlich wichtig finde, sind Prüfungsprotokolle oder Altklausuren, die man im Generellen vielleicht hat. Vielleicht sind die ja irgendwie für euch verfügbar und ihr könnt sie durchgehen. Und was ich auch gerne gemacht hätte, aber nicht die Möglichkeit hatte in meinen Prüfungen, weil ich mich komplett alleine vorbereitet habe, war, den Stoff mit KommilitonInnen zu besprechen. Also ich finde es unheimlich gut, nochmal in Lerngruppen sich gegenseitig abzufragen, denn potenziell haben andere Leute einfach nochmal eine andere Perspektive auf das Thema und finden einfach andere Fakten, die interessant sind oder nicht. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich da nochmal abspricht mit Freunden zu den unterschiedlichsten Themen. Das war im Wesentlichen so die Lernmethode, die ich verfolgt habe. Ich hatte leider keinen Austausch mit KommilitonInnen und ich glaube auch letztendlich, dass das dann so die Punkte waren, wo ich dann in den Prüfungen nicht ganz perfekt war. Aber um ehrlich zu sein, ist egal, ich bin so zufrieden. Aber Austausch, habe ich gemerkt, ist schon wirklich nochmal eine echt Riesensache, um vor allem einfach nochmal die Frage aus einem anderen Licht zu beleuchten oder einfach andere Ideen zu bekommen. Das war so ungefähr die Lernmethode, die ich jetzt für meine Prüfungen gewählt habe. Das waren jetzt für mich speziell mündliche Prüfungen und ich habe dann die Karteikarten eben deswegen auch so viel vor mich hingesprochen, um sicher zu sein, dass ich sie einfach in der mündlichen Prüfung gut erklären kann. Ich würde aber auch für Klausuren die Feynman-Technik weiterhin empfehlen, also dieses anderen erklären, weil man da einfach am besten seine Lücken erkennt im Vergleich zu einfach runterrattern, was auf der Rückseite der Karteikarte steht. Und ich glaube, dass deswegen diese Lernmethode universell funktioniert für alle möglichen unterschiedlichen Klausuren. Man muss sich natürlich dann überlegen, zum Beispiel in Mathematik oder in Physik würde ich dann eher empfehlen, mehr zu rechnen, also vielleicht nicht so viele Karteikarten zu erstellen oder nur zu bestimmten Definitionen und Wörtern, die ganz wichtig sind und einfach viel mehr Wert darauf zu legen, die ganzen Übungsmethoden
Arbeitsblätter durchzuarbeiten oder Prüfungsprotokolle und so weiter, die man hat. Aber ich glaube, so in ungefähr gibt es euch eine Idee, warum ich wie was gewählt habe, insbesondere mit Spaced Repetition und Active Recall, um so dann eure eigene Lernmethode vielleicht etwas zu ergänzen. Ich bin ganz gespannt von euch zu hören, was ihr so macht und wie ihr das so im Vergleich dazu seht, ob ihr solche Elemente auch schon drin habt in eurem Lernen oder nicht. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn dieses Video euch Mehrwert gegeben hat, freue ich mich gerne über ein Like oder einen generellen Gruß in den Kommentaren. Für mich ist das immer sehr, sehr hilfreich. Deswegen sage ich es. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao!